Meine Damen und Herren, ich muss ganz kurz antworten auf die letzte Anmerkung. Herr Kollege Lux, unser Interesse ist es, dass in Berlin Demonstrationsrecht wahrgenommen werden kann von so vielen Bürgerinnen und Bürgern wie möglich, die das wünschen. Und dies zu gewährleisten, ist die Aufgabe der Politik und auch der Polizei. Und diesem Ziel dient auch dieses Gesetz. Das ist erstmal der Grundsatz. Ich möchte Ihnen entgegenhalten, weil Sie sagen, wir würden hier so weit eingreifen, dass es verunmöglicht wird und die Einschüchterung zu groß wird und dass das vom Verfassungsgericht nicht getragen sei. Entgegenhalten, was das Verwaltungsgericht Berlin und der Verweis auf das Bundesverfassungsgericht ausführt, Herr Präsident, wenn ich darf. Da die Beobachtung der Versammlung vom 5. September 2009 sowohl ein Eingriff in den Schutzbereich der vorrangigen Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 als auch in den der informationellen Selbstbestimmung aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz darstellt, bedurfte es zu dessen Rechtfertigung einer gesetzlichen Grundlage, aus der nachvollziehbar und klar der Umfang der Beschränkungen erkennbar ist. In diesem Satz stecken zwei Aussagen. Einmal, es war damals die rechtliche Grundlage nicht gegeben, deswegen durfte es nicht geschehen. Zweitens, es kann aber eine rechtliche Grundlage geben, in der die Beschränkungen klar beschrieben sind, durch die zulässigerweise in das Grundrecht eingegriffen werden darf. Und Sie werden mir zugeben, dass nicht jeder Eingriff in ein Grundrecht deswegen verfassungswidrig ist, weil er stattfindet, sondern er braucht eine verfassungsgemäße gesetzliche Grundlage. Das Gericht hat den Weg vorgezeichnet, eine solche verfassungsgemäße Grundlage zu schaffen. Genau dies machen wir, und deswegen bewegen wir uns nach meiner Überzeugung genau in dem verfassungsrechtlich zulässigen Rahmen. Herzlichen Dank. Herr Kollege Lux, Sie... Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Zimmermann, worüber unterhalten wir uns hier? Ich meine ja, es ist eine politische Frage. Und wir Grüne wollen nicht, dass friedliche Demonstrationen anlasslos von Kameras aufgezeichnet werden. Und Sie wollen das als Sozialdemokratie, meine Damen und Herren. Darüber reden wir hier. Und das andere können wir auch den Gerichten gerne überlassen. Wir haben ja bereits angekündigt, dort die rechtliche Klärung zu suchen. Nur weil es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt, heißt es noch lange nicht, dass es auch angemessen und verhältnismäßig ist. Das wissen Sie genauso wie ich. Und hören Sie bitte auf mit einer Feststellung, nämlich dass Kameraüberwachung ja ohnehin kein, also man könnte das nicht mal, es wäre kein schwerer Grundrechtseingriff. Gleich wird Herr Juhnke kommen und er wird uns erzählen, dass überall gefilmt wird, dass zu Recht Bauhäuser mit Kameras überwacht werden oder an jedem Bankautomaten eine Kamera steht. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, wie wir als Rechtsstaat Versammlungen in diesem Land behandeln. Und ich sage Ihnen, erst wenn es eine Gefahr gibt, erst wenn es Straftaten gibt, Kamera an, alles andere Kamera aus.